Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Predator Hunting Grounds Jagdrunde 14. Ja, beim letzten Mal habe ich ja mal wieder zum zweiten Mal den Heilungs- und den Totmannschalter wieder verwechselt. Und damit, ja, war es letztes Mal eine ziemliche Arschrunde. Ich hoffe, diesmal krieg's mal besser hin und kapiere auch endlich mal, wie das funktioniert. Und bin gespannt. Diesmal mit Cooper. Diszipliniert. Alien vs. Predator. Abfahrt. Na? Komische Nummer. Sind sie noch da? Ja. Das Hacker wird ja auf ihm abgehauen. So, unser Cooperchen hat alles dabei. Bierenfallen bis hin zu Audioköder, Spinnennetze, Alter. Der Typ ist ja ein Arounder, Alter. So, ich weiß nicht, ob die hier was später zu tun haben. Falls ja, nehmen wir mal hier so ein bisschen Spielspaß Spannung aus. Oh, hier, von hier können sie auch noch reinkommen. Scheiße, von hier können sie auch noch reinkommen. Schmeißen wir hier irgendwo mal so einen Audioköder hin, weil wir lustig sind. Oh, hier können sie besonders groß reinkommen. Ich merke auch, unser guter Cooper hat hier ein kleines Manko und Problemchen. War der Boy natürlich mal wieder nicht so viel Energie, Alter. Junge, muss ja nur einer wie ein Psychopathen lebendig, Alter. Ey, der Cooper hat echt nicht viel Energie, da muss ich das nächste Mal irgendwie irgendwas regulieren. Ist das nicht schön? Ich hab den Innenboy da jetzt nicht gesehen, ne? Machen wir mal jetzt kurz Winke, Winke. Was ist hier drin, Bro?
Aber willst du mir jetzt sagen, die sind immer noch hier, oder? Ja, die sind immer noch hier. Haben die überhaupt Bock zu rennen, Alter? Oder irgendwas? Zum Heilen E drücken, zum Aufgeben R. So, wir haben ja jedenfalls den schon weggeräumt. Und da lachen, wenn die mir jetzt weiter verfolgen hier. Oder ob die da immer noch rumschimmeln, Alter. Also ich weiß aber, mit Cooper müssen wir tatsächlich mehr fressen. Und auch ein bisschen vorsichtiger sein, denn er hat einfach auch weniger Energie, der Penner. Die stehen und stehen und stehen und stehen da rum. Das ist irgendwie drauf, Alter. Muss mal kurz geiern, wo man hier noch Windschwänchen kriegt. Jo, und Wildschwein, Alter, wäre jetzt echt eine Legende, Alter. Wo sind die denn alle? Haben die jetzt seinen Kollegen wieder erhöht? Nee. Die rennen hier immer noch rum. Ich kann aber keinen Angriff starten, Alter. Haben wir hier irgendwie Heilung oder so? Ja. Zieh durch. Wenn hier ein Wildschwein findet, ist man tot, Alter. So,
So, Cooper. Bewegt sich kein Meter, Alter, die sind so dämlich. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Irgendwie haben die... Alter, ich hab irgendwie das Gefühl, wie soll ich jetzt machen? Das ist ein richtig geiles Gefühl. Kann man die wieder aufheben? Nein, kann man nicht. Ah man, der fällt noch rein. Ist das ein Katze-Maus-Arsch hier? Er zum Aufgeben? Nein, eh, Mann, du Vollflöte. Ey, was ist das für eine Runde, Alter? Da hinten rennen sie, habt ihr gesehen. Super, du hast es leider nicht geschafft. Ah, scheiße, ey.
chance against Oberst Dalaun. Aber in allen und Ganzen muss ich sagen, Cooper lernt schon lange durchhalten, außer was dann jetzt schon Handicap hat. Seine Energie geht schnell weg. Und das ist eigentlich scheiße. So kannst du keine richtige Angriffe schauen. Ich hoffe, euch hat die Runde auch interessiert und war auch interessant. Also für mich war sie definitiv interessant, ne? Weil sie war eigentlich schon länger nicht mehr gehabt. Ihn haben wir gekillt. War eigentlich so gar nicht mal so schlecht, außer dass wir wieder Cooper nicht nach Hause gebracht haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.